Ja, also in dem Fall auch von meiner Seite noch herzlich willkommen. Jetzt kommen wir zum Office 365 Teil. Ja, der Michi hat vorher erzählt, SharePoint 2016, Quartal 2. Sprich, er bringt eh noch etwas, was dann der Osterhass würde bringen. Ich erzähle euch jetzt etwas darüber, was es quasi noch die Weihnachten geben könnte, also sprich bei euch und Tannenbäumli, wo könnte ausgeliefert werden von Microsoft. Grundsätzlich ist es so, ich würde kurz auf die Next-Gen-Portallösung eingehen, also insbesondere auf den Planer, der jetzt neu kommt. Dann würden wir ein bisschen was zu Office 2016 anschauen, was für Verbesserungen gibt es dort, wie ändert sich das mit dem Update-Verhalten. Dann ein bisschen auf den Next-Gen-Sync-Client, der, wo schon so lange erwartet wird, wo die Sync-Problematiken entschärfen sollte. Und dann würde ich nachher noch auf Skype for Business eingehen. Da wird am 1. Dezember Microsoft relativ viel launchen, was da alles in der Pipe ist, was ihr da alles neu dann könnt abonnieren. Fangen wir gerade mit diesen Next-Gen-Portallösungen an. Der Michi hat schon angesprochen, Office 365 Video, Delph, Infopedia ist noch so etwas, was schon seit der Ignite 2015 umgeistert. Und da haben wir natürlich auch die Kassenportallösungen. Es ist so, Microsoft hat ja den Ansatz, dass sie ihr Produkt möglichst schnell und möglichst breit will unter die Leute bringen. Und wenn man jetzt dort zuerst zum Internetportal noch gross muss Geld und Zeit investieren, dort Microsoft entsprechende Portallösungen bereitstellen, die sind ready to use oder ready to go. Und eigentlich kann man denen nicht mehr gross anpassen. Also man kann vielleicht noch mal noch das Logo austauschen, ein bisschen etwas am Farbkonzept ändern oder so, aber sonst sind die eigentlich gegeben. Delph kennt ihr ja schon, da hat mich euch vor kurz probiert zu zeigen. Können wir dann nachher schauen, ob es bei mir besser läuft oder nicht. Office 365 Video entsprechend hat man auch schon zeigen, kennt man auch schon ein bisschen. Und ich würde euch jetzt eigentlich zeigen, was der Office 365 Planner macht. Das ist ein neues Tool von Microsoft, wo das ganze Taskmanagement sollte. Ich kann jetzt nicht sagen, ablösen, ersetzen, wie auch immer. Das muss man dann noch schauen, was jetzt schlussendlich daraus rauskommt. Der Planer, einfach, dass ihr das wisst, der Planer, der baut immer auf Office 365 Groups auf. Also das ist nicht ein eigenständiges Produkt, sondern das ist quasi wie ein Add-on zu Groups. Jetzt, wie sieht der aus? Das ist etwa das einzige Bild, das Microsoft diesbezüglich schon mal veröffentlicht hat und vielleicht noch etwas an der Ignite mal kurz gezeigt hat und sonst ist noch nichts bekannt diesbezüglich. Es hat im September noch einen Blogbeitrag gegeben, wo angekündigt war, jetzt Quartal 4 2015 sollte das dann für alle Kunden, die First Release auf ihrem Office 365 eingeschaltet haben, kommen. Bis jetzt haben wir das aber noch bei keinem einzigen Kunden gesehen. Und langsam müssen sie dann Gas geben, damit sie da noch hin mögen mit Q4. Aber ja, das ist eine andere Geschichte. Es war erst gerade in den Blogs von der Microsoft wieder drin gewesen, wegen dem PPM, Project Portfolio Management, PPM. Und da wird es also so sein, dass der Planer wird, mit dem Project zusammen eingebunden werden. Ihr seht da hinten einen Project Online Server, wo ihr entsprechend Office 365 anlassen könnt. Und dort kann ich neu angehen und werde dann entsprechend können bei einer Aufgabe die auch am Planer überweisen und kann so entsprechend dann auf dem Planer nachher die weiteren Aufgaben definieren und quasi das Ganze vorne. Zusätzlich ist es so, dass Microsoft ja Wunderlist gekauft hat, die To-Do-App, die es für all die Smartphone-Plattformen gibt und fürs Web. Und ich werde also auch die Möglichkeit haben, die Planeraufgaben entsprechend in meine Wunderlist-App überzunehmen. Das heißt, dass ich meine To-Do-Liste nachher auf dem Handy kann, einfach bestätigen oder pflegen. Also da wird entsprechend integrativ die Sache, die Microsoft jetzt akquiriert hat, alles drin einfließen. In welcher Ausbaustufe, ob das mit dem First Release dann schon wird kommen oder nicht, kann ich keine Aussage dazu machen. Das ist alles noch offen. Das weiß man noch nicht. Also was man weiß, ist, er wird bei den E3-Plänen, also bei den Enterprise-Plänen, wird er entsprechend included sein. Damit man es überkommt, jetzt gerade am Anfang, muss man sicher auf First Release stehen. Das kann man auf seinem Tenant entsprechend entweder für den ganzen Tenant oder für einzelne User einschalten, dass man das Feature überkommt. Man kann es aber nicht steuern, wenn das man es überkommt, das First Release.
Also alle, die auf Standard sind, die müssen warten ein halbes Jahr bis ein Jahr, bis das dann bei denen wird ausgeholt werden. Und On-Prem wird es dann voraussichtlich, so wie jetzt die Aussagen sind, nicht geben. Also es wird ein reines Cloud-Feature sein, wie Yammer. Sonst noch Fragen? Gut, dann würden wir jetzt ins Office 2016 überwechseln. Office 2016 hat ja Microsoft jetzt gelauncht. Das kann man runterladen, installieren und ich könnte euch jetzt einfach eine Liste aufführen oder entsprechend Artikel von Microsoft zeigen, was hat im Word geändert, was hat im Outlook geändert und so. Das machen wir jetzt nicht, weil das könnt ihr selber herausfinden. Für das muss ich nicht da vorne stehen. Ich sage euch, was ist wichtig. Und das Wichtigste, was geändert hat mit Office 2016, da reden wir jetzt mit dem Office 2016, das aus den Wolken installiert wird, also Office 365 Pro Plus oder Business Premium, beziehungsweise Business. Das ist der Update-Zyklus. Bislang war es so gewesen, mit Office 2013 Version, die aus der Cloud installiert worden ist, haben da jeden Monat von der Microsoft eigentlich ein Update bekommen und in diesem Update waren Security-Patches drin und teilweise auch neue Features. Ihr könnt den Patch entweder können, also ihr könnt sagen, ob auf dem Client soll das Update installiert werden oder nicht, aber ihr könnt nicht können definieren, dass ihr jetzt aus dem Monat raus nur den Patch installieren und so, sondern ihr müsst einfach immer mitziehen und spätestens nach einem Jahr, wenn der Patch rausgekommen ist, dann den, also lizenztechnisch, habt ihr den auch installieren müssen. Neu ist es so, dass Microsoft gemerkt hat, dass das vor allem für größere Unternehmen nicht so einfach ist zum Handeln. Dass man denen ein bisschen Zeit geben muss, um das entsprechend zu adaptieren. Und darum hat man jetzt die Möglichkeit eingeführt, dass man mit sogenannten Branches arbeiten kann. Es gibt eigentlich drei Branches, die festgelegt sind von der Microsoft. Ein Current Branch, ein First Release, for Current Branch for Business und Current Branch for Business. Wer auf die Namen kommt, keine Ahnung. Wichtig ist, es gibt einen Standard für jedes Produkt. Und wie das mal so ist bei der Microsoft, ist es so, Current Branch, wo man eigentlich jeden Monat, so wie jetzt mit Office 2013, alles immer rüberkommt, alle Features, alle Security Updates, das ist für Visio Pro aus der Cloud, für Project Pro aus der Cloud und für Office 365 Business, also sprich das kleinere Office, ist der Current Branch der, der aktiviert ist. Für Office 365 Pro Plus, also sprich da, wo im E3 drin ist und so, also in der Enterprise Plan, da ist der Current Branch for Business. Und jetzt sagt Microsoft auch noch, wenn du noch, du kannst nicht mischen. Also sprich, wenn ich das Visio und das Project und das Office 365 Pro Plus aus der Wolke installiere, dann muss ich mich auf einen von denen einigen beim Installieren. Also ich kann die nicht mischen, das ist mal das Erste, was wir mitnehmen. Das ist alles in dem Technik-Artikel in dem beschrieben. Was ist der Unterschied? Microsoft geht jetzt eigentlich an bei dem First Release Current Branch for Business und tut alle 4 Monate nur Features einspielen. Das heisst, ihr kommt jeden Monat Security Updates über und alle 4 Monate kommen dann neue Sachen drin. Und das ist ja für gewisse Unternehmen immer noch zu früh. Also die können nicht alle 4 Monate ihr Office lupfen, weil dann sind die User entsprechend überfordert. Für das hat man noch den First Release for Current Branch for Business eingeführt. Das heisst, ihr könnt an einer bestimmten Benutzergruppe quasi den Branch ausliefern. Das heisst, die kommen alle 4 Monate ein Update über. Und 4 Monate später gibt es dann wieder einen neuen Branch. Und dann wird entsprechend der Current Branch aktualisiert werden. Das heisst, mit dem Current Branch for Business könnt ihr das Maximum 8 Monate rauszögern. Das Update. Und also sprich die neuen Features. Beim Installieren ist es so, entweder dort muss man entsprechend über das Office 365 Deployment Tool festlegen, welchen Branch das man jetzt installieren will, oder man tut es über GPOs festlegen. Das heisst, ich kann auch nachträglich auf den PCs, wenn ich das Office installiert habe, über GPOs den Branch noch kehren. Wichtig ist, wenn ich eine Reparatur vom Office mache, also sprich eine Online-Reparatur, dann geht er auf den Standard-Retour, bis GPO wieder zieht, wenn ich GPO einsetze. Wenn ich kein GPO einsetze, dann geht er wirklich retour auf den Standard und dann muss ich wieder schauen, dass ich entsprechend das so überkomme, wenn ich das entsprechend mal auch deployen will. Das ist das, was eigentlich grundlegend ändert mit Office 2016, das ganze Update-Verhalten. Und dann
gibt es noch zwei, drei andere Sachen. Eben wie ich gesagt habe, im Word ändert gewisse Sachen, im PowerPoint ändert gewisse Sachen. Die einzige Sache, die ich euch möchte zeigen möchte, ist im Outlook. Das, dort haben sie wirklich ein bisschen investiert. Das eine ist, was ich vorher schon angesprochen habe, ist mit der Groups-Integration. Also jetzt ist es so, ich habe jetzt entsprechend meine Gruppe da rein. Das heisst, ich kann von da aus direkt auf meine Groups zu, einsteigen. Ich muss nicht zuerst entsprechend immer den Browser starten und so. Ich zeige mir kurz, was da, wo ich vorher im Planer war. Da habe ich ja gesagt, ihr seht ihr da auch, das ist die SharePoint 2016 Installation, die ich vorher offen hatte im Planer. Also das heisst, die Gruppe ist da entsprechend rum. Ich habe da mein Newsfeed, ich kann von da aus gerade direkt in meinen Kalender springen. Ich kann von da aus direkt in meine Dateiablage springen. Das geht jetzt nicht im Outlook auf, das geht natürlich im Browser auf. Also sprich, mein OneDrive for Business. Und dann lande ich nachher, entsprechend würde ich da landen. Genau. So. Das ist da, was die Groups-Integration anbelangt. Das heisst, das habe ich erst ab Office 2016. Also mit, da komme ich auch kein Feature-Update über für 2013, damit ich das so überkomme. Da muss ich wirklich 2016 installieren. Was auch noch angepasst worden ist, und da finde ich eigentlich ich jetzt persönlich das beste Feature, was sie geändert haben, ist, bislang ist es so gewesen, wenn ich ein E-Mail gemacht habe, jetzt muss ich wieder raus, dass ich auf meinem E-Mail stehe. Wenn ich bislang ein E-Mail gemacht habe, beim Attachment, wenn ich das aus meinem OneDrive holen wollte, habe ich entsprechend immer mehr den Link generieren und so. Und neu ist das eigentlich alles miteinander verknüpft. Also die zuletzt verwendeten Dokumente, die ich aus dem Word, aus dem PowerPoint, aus dem Excel habe, die sehe ich auch entsprechend in meinem Outlook. Und jetzt ist es so, dass alle Symbole, die so ein Wölkchen haben, also das ist auch online dann so, wenn ich im Outlook on the Web das entsprechend mache, also sprich im Webmail, sehe ich das auch mit dem Wölkchen so. Alle, die ein Wölkchen haben, wenn ich die jetzt anhänge, dann wird das Attachment nicht als Anlage in dem E-Mail hinzugefügt, sondern es wird eigentlich nur ein Link mitgeschickt. Und ihr seht da unten jetzt auch, ich kann da auch jetzt Berechtigungen festlegen, also ich kann gerade sagen, die das überkommen, ob die das entsprechend können bearbeiten oder nur anschauen. Das heisst, wenn ich das E-Mail so verschicke, kommt mir das Gegenüber nicht ein E-Mail mit einem Attachment über, sondern eigentlich nur ein E-Mail mit einem Link auf die OneDrive-Datei. Also das, ist dann, das kann nicht nur für OneDrive verwendet werden, natürlich auch für SharePoint Online. Wenn Dokumente im OneDrive for Business liegen, im OneDrive Personal oder im SharePoint Online aktuell. Auch externe Benutzer. Also wenn ich das so mache, dann werden die externen Benutzer, also wie wenn ich würde angehen in meinem OneDrive finden und entsprechend da eine Datenfreigabe quasi machen, also sprich das Ganze teilen. Jetzt kann ich mir das alles sparen, oder? Ich muss nur die E-Mail-Adresse eingeben und zeige dort unten noch Berechtigungen und fertig. Das ist so, du musst die Berechtigungsstufe haben, die freigegeben ist. Also wenn auf deiner Side-Collection anonyme Freigabe beispielsweise nicht erlaubt ist, dann kannst du keine anonyme Freigabe machen. Oder wenn externe nicht erlaubt sind, dann kannst du das auch nicht so eine externe freigeben. Das ist immer noch, also die Security wird eingehalten. Und jetzt, wieso ist das Feature so cool? Jetzt habe ich von daher alle meine Dateien, oder? Die ich zuletzt bearbeitet habe. Und jetzt ist ja das quasi, also bei der IOZ liegt ja alles auf einem Cloud-Speicher. Jetzt würde ich das immer als OneDrive-Link machen. Und jetzt gibt es halt noch die Leute, die gleich noch ein Attachment wollen. Und jetzt muss ich aber nicht mir die Datei zusammensuchen vom Webspeicherort, sondern ich kann jetzt hier einfach direkt die Maustaste und sage als Kopie. Dann wird es in ein Attachment umgewandelt, dann ist es herkömmliches E-Mail und kann verschickt werden. Also das heisst, ich bin viel schneller. Das ist. Ich finde jetzt das beste Feature, das es eingebaut hat mit 2016. Neben den anderen Sachen, die noch drin sind. Also die Frage war, wie ist das geregelt? Wer braucht ihr Live-ID, was auch immer. Es ist genau gleich, wie wenn ich einen Link generieren aus dem OneDrive raus. Also mein Gegenüber kommt ein E-Mail über mit dem Link auf die Datei, wenn er das erste Mal aufmacht und quasi auf meinem Tenant der User noch nicht erkannt ist, also verknüpft ist die E-Mail-Adresse mit einem Benutzernamen. Dann wird er aufgefordert, zum Festlegen, ob jetzt das soll eine Live-ID sein, wo er sich anmelden will, oder ein bestehendes Organisationskonto, also sprich ein Office 365-Account. Also das Einzige, was ich als Unternehmen brauche, also jetzt können wir noch einen Ausblick weitermachen,
Das ist jetzt nicht ein Bestandteil von dieser Präsentation. Microsoft hat ja aus Azure B2B Active Directory quasi freigeschaltet oder General Availability gegeben. Das heisst, ich kann als Unternehmen, wenn ich jetzt externe pflegen muss, muss ich nicht mehr angehen auf jeden entsprechenden, oder der muss nicht für sich jedes Mal ein Live oder für sich ein Live-Account machen, sondern ich kann jetzt als Unternehmen für meine externen Partner ein separates Azure Active Directory auffahren. Die User importiere ich über eine CSV-Datei. Dann kommen all die, die in dieser CSV-Datei drin sind, eine E-Mail über, müssen sich beim Anmelden ein Passwort generieren. Das heisst, die IT hat mit dem gar nichts zu tun, das machen die externen. Und nachher kann ich mit diesen User arbeiten. Das heisst, die haben nachher so einen Microsoft.com-Account. Also sprich ein Organisationskonto. Jetzt, was kommt auch noch mit Office 2016, beziehungsweise das wird dann, also Office 2016, wie gesagt, das könnt ihr jetzt aktuell schon installieren entsprechend, also jedermann kann, wenn es auf seinem Tenant aufgeschaltet ist und er ein Cloud Office hat, kann über Office 365 seine neue 2016 Lizenz installieren. Und jetzt ist es so, dass dort bislang auch der OneDrive von Business Client dabei war. Und wie wir alle wissen, hat sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert, was Stabilität und Performance anbelangt. Sagen wir es mal schön ausgedrückt. Microsoft hat ja das Problem erkannt. Das Erste, was sie gemacht haben, sie haben gesagt, wir entwickeln die Entwicklerteams, die das Produkt entwickelt haben, und die, die das Personal-Produkt, also das Consumer-Produkt, entwickelt haben, rühren wir zusammen oder beschließen wir in einem Zimmer und lassen mal die neue Client entwickeln. Und das haben sie jetzt gemacht. Der ist jetzt auch über Preview verfügbar. Und das hat jetzt folgende Änderung zur Folge. Der heißt, also der Name von dem Teil ist momentan Next Gen Sync Client, also Next Generation Sync Client. Bislang ist es so gewesen, dass alles, was ich Office 365 mäßig, also das gemacht habe, also sprich SharePoint Online, Groups, OneDrive for Business oder auch SharePoint On-Prem, wo ich wollte offline synchronisieren, habe ich müssen die sogenannte OneDrive for Business Client nehmen. Das ist das altbekannte Tool Groove oder die Groove-Exe, wo eben die, sich was Performance anbelangt und die Stabilität nicht gerade so stabil war eben. Und für das OneDrive Personal war entsprechend die SkyDrive-Exe. Das war komplett ein eigener Client, auch ein anderes Protokoll, also ein anderes Protokoll, das da im Hintergrund gestanden ist. Jetzt ist das Neue so: der Next-Gen-Sync-Client, wie gesagt, den kann ich als Preview abladen. Sie können sich entsprechend anmelden dort und kommen dann ein E-Mail über mit einem Link, wo Sie den können installieren. Und was sich eigentlich ändert neu ist, dass ich mein OneDrive for Business entsprechend mit dem gleichen Client kann synchronisieren wie mein OneDrive Personal. Das heisst, ich habe am Schluss den gleichen Client mit der gleichen Stabilität. Mehr oder weniger ist Microsoft angegangen und hat Copy-Paste gemacht mit dem Personal Client, hat den, den quasi umbenannt in OneDrive for Business. Also technisch ist es momentan so, es hat noch nicht viel Innovation drin. Da wird aber dann noch viel mehr kommen. Also sprich, auf dem Client oben ist momentan weiterhin 2 GB File-Limite, Maximum 20'000 Elemente im OneDrive for Business drin. Sobald das Ding public verfügbar sein wird, werden die Limiten fallen. Das heisst, ich werde dann auch können 10 GB Files aufladen, aber nur mit dem neuen Client, mit dem alten weiterhin nicht. Und ich werde dann entsprechend auch mehr Files können in meinem OneDrive for Business versorgen. Im ersten Schritt wird die 20'000er Limite auf 100'000 Files aufgehen und zu einem späteren Zeitpunkt auf Unlimited. Also sprich, wie beim Consumer-Produkt. Der Unlimited Storage ist mal noch angekündigt gewesen. Ob das wird kommen, kann man aktuell noch keine Aussage machen. Fürs Personal ist er da wieder zurückgezogen worden, wenn Sie das in der Presse verfolgt haben. So, jetzt ganz wichtig, das Teil gibt es aktuell für Windows 7, für Windows 8.0, für Windows 10 und für Mac OS X ab 10.9. Wer alles Windows 8.1 hat, muss sich noch bis nächstes Jahr gedulden. Ist einfach so. Und die Aussage von der Microsoft ist eigentlich die, dass der Client für Windows 8.1 erst dann wird veröffentlicht werden, wenn der Next-Gen-Sync-Client offiziell gelauncht ist. Also nicht mehr Preview, sondern offiziell gelauncht. Die Frage ist, wird das erweitert?
Aktuell kann ich dir sagen, wahrscheinlich nicht. Warum nicht? Die Aussage von der Microsoft diesbezüglich ist die, die haben Analyse gefahren und haben festgestellt, dass Offline-Synchronisierung 80% der Dateien, die offline synchronisiert werden, OneDrive für Business-Dateien sind und keine SharePoint-Bibliotheken oder Groups. Und aus dem Grund haben sie momentan keinen Fokus darauf gelegt, dass das Produkt noch für Groups und SharePoint-Teamsites erweitert wird. Das kann kommen, aber dort liegt momentan nicht der Fokus drauf. Das ist die Aussage, die ich da diesbezüglich machen kann. Jetzt, warum sollte ich den neuen Client verwenden? Nicht nur wegen der Stabilität, er bringt auch noch zwei, drei andere Sachen. Die kann ich euch schon zeigen. Neu habe ich auch die Möglichkeit, einen selektiven Sync durchzuführen. Also da, wo das Consumer-Produkt schon lange kann, kann ich jetzt auch mit dem OneDrive for Business. Früher war es so, bei OneDrive for Business habe ich ja 1 TB Speicherplatz per se zur Verfügung. Also wenn ich dort 19'000 Dokumente drin hatte und 1 TB Speicherplatz hatte, dann musste ich immer alles offline synchronisieren. Ich konnte nicht selektiv nur diese Bibliothek oder nur diese Datei. Das kann ich jetzt mit dem neuen Client. Es gibt aktuell kein Migrationsszenario. Also das Migrationsszenario sieht so aus, da du das neue Tool einrichten, da du das alte Tool abhängen, da alles nochmal frisch synchronisieren. Das ist das Migrationsvorgehen. Also beim Installieren von dem Client gibt es aktuell keine Möglichkeit, die bestehende Bibliothek vom OneDrive for Business Client entsprechend in den neuen Next-Gen-Sync-Client zu übernehmen, sondern ich muss dann das nochmal frisch einrichten. Und eben, der Grund, um den neuen Client eigentlich installieren, ist einerseits die Stabilität und andererseits der selektive Sync. Dass ich jetzt wirklich definieren kann, was möchte ich von da aus haben. Also einzelne Ordner kann ich dann entsprechend auf einzelne, und zwar pro Gerät dann auch noch definiert, aber synchronisieren. Gibt es zum Next-Gen-Sync-Client oder Office 2016 noch Fragen? Gut, der ist wie gesagt verfügbar, da können Sie sich anmelden. Also das Geschenk können Sie unter den Weihnachtsbaum legen, wenn Sie sich das Geschenk machen wollen. Den Plan habe ich ja vorher gesagt, der Alpha, also der wird wahrscheinlich auch, je nachdem, den Osterhase bringen oder was auch immer. Und dann würden wir jetzt noch in Skype for Business Sachen überwechseln. Microsoft wird am 1. Dezember relativ viele Sachen in diesem Bereich bringen. Das erste, was wir bekommen, ist eine sogenannte Cloud PBX, also eine Cloud-Telefonanlage. Alle, die jetzt denken, ja, hui, jetzt kann ich meine Telefonanlage, die ich daheim im Keller stehe, abstellen, kann bei der Microsoft meine Nummer registrieren oder meine Nummer zu Microsoft portieren und kann dann so telefonieren. Dem ist noch nicht so. Also ab 1. Dezember wird das noch nicht möglich sein. Grundsätzlich wird es so sein mit der Cloud PBX. Alle, die zu Amerika beheimatet sind, die können das machen. Alle, die in anderen Ländern beheimatet sind, werden das noch nicht machen können. Die müssen irgendwo bei sich noch ein Kistchen stehen haben, das eine Verbindung macht ins Telefonnetz. Ob jetzt die Telefonanbindung in das Telefonnetz von meinem Kistchen eine ISDN-Anbindung ist, also eine herkömmliche Telefonleitung, die in mein Haus kommt, oder schon ein bestehender SIP-Trunk, also sprich irgendein SIP-Provider, das spielt keine Rolle. Sie brauchen einfach auf ihrer Seite entweder einen Link-Server, also eine Link-Umgebung on-premise, oder eine Skype for Business Server-Umgebung, also 2015. Oder, was aber am 1. Dezember wird möglich sein, Microsoft stellt für all die, die eben noch keinen Link bei sich im Haus haben, einen sogenannten Cloud-Connector zur Verfügung. Das sind fixfertig vorkonfigurierte VMs, die Sie eigentlich nur noch konfigurieren müssen und dann entsprechend können die Betriebe nehmen, die Verbindung sicherstellen für die Cloud PBX. Es wird nachher so sein, das ist eben der Cloud-Connector, heisst das Teil dann. Es wird dann so sein, dass wenn Sie einen Anruf bekommen oder jemanden anrufen müssen, über Festnetz, Mobiltelefon, was auch immer, dass Sie entsprechend immer via Ihrer lokalen Umgebung gehen. Also sprich, wenn jetzt mir einer auf meine Geschäftsnummer anruft, ich bin mit meinem User in der Cloud PBX, ich bin in Office 365 oben, das heisst, mein ganz Skype for Business User ist quasi in der Cloud oben, dann wird das Telefongespräch immer via Standort Zursee in die Cloud aufgeroutet.
Jetzt können Sie die Verbindung zwischen Office 365 und Ihrer Umgebung können Sie entweder über das Internet machen oder wenn Sie entsprechend Stabilität wollen, können Sie eine sogenannte Azure Express Route für Office 365 Verbindung machen, also ein MPLS-Netzwerk, wo Ihnen eigentlich ein WAN entsprechend aufbaut. Wie sieht das aus oder beziehungsweise wie läuft das? Das ist relativ einfach. Ich muss zwei Ziele Code absetzen in PowerShell auf dem Lynx-Server und dann bin ich da oben. Und damit das jetzt funktioniert, das kann ich Ihnen jetzt auch zeigen. Wir gehen da mal nachschauen. Ich habe meinen Skype for Business User. Ich habe mal wieder mal Versuchskaninchen gespielt bei uns. Ist er gekommen? Ja, genau. Jetzt ist er gekommen. Also Sie sehen jetzt, mein Skype for Business Client, der hat sich nicht auf eine IOZ-Umgebung angemeldet, sondern der läuft jetzt in der Cloud oben. Und ich lüte jetzt mal auf meine Festnetznummern an. Vom Geschäft. Jetzt müssen wir da einfach noch rasch so schauen, dass ich auch erreichbar bin, sonst funktioniert das dann nicht. Und Sie sehen jetzt da, das funktioniert problemlos. Also ich habe jetzt entsprechend mein Telefongespräch in die Cloud entgegengenommen und tue jetzt via Office 365 Datencenter mit Zusehen und Zusehen wiederum mit der Telefonleitung mit meinem Handy da, wo dann normal über PSTN-Netzwerk vom Provider läuft, reden. Jetzt, was bedeutet das, wenn Sie das machen? Das bedeutet natürlich, dass Sie entsprechend auch Bandbreite haben müssen. Also, wenn wir sämtliche Telefongespräche so anbinden oder alle User in die Cloud rausschieben, dann muss ich natürlich auch entsprechend Bandbreite haben, damit die Telefongespräche einerseits raus und rein gehen können. Matthias, was ist mit dem Motivationsgrund, jetzt das aus der Cloud rauszubeziehen, wenn ich es eh schon kann, aber dann kann ich gleich das nächste Mal da. Es ist jetzt so, jetzt zum Start kann ich sagen, ja, spare ich mir eigentlich nichts, ich brauche weiterhin meine Telefonanlage im Haus, also meine Skype for Business-Umgebung im Haus. Wenn ich das aber bis jetzt nicht habe und jetzt Skype for Business will nutzen, dann kann ich jetzt einfach den Cloud-Connector nehmen, bei mir ins Haus einstellen momentan. Und Microsoft wird irgendwann so weit sein, das wird im nächsten Jahr erwartet, dass ich auch Schweizer Festnetznummer direkt buchen kann. Also dann kann ich noch im Office 365 Admin-Portal hingehen und kann sagen, ich brauche 10 Telefonnummern, Schweizer Vorwahl 041 und tue die den und den User zuordnen und dann brauche ich eigentlich gar keine Infrastruktur mehr. Das heisst, es wird so eine Evolution jetzt stattfinden. Das ist jetzt einfach mal der Start. In Amerika könnte ich das jetzt schon ab dem 1. Dezember. Da kann ich jetzt einfach in der Schweiz noch nicht. Und da ist eigentlich das Szenario, wie ich es jetzt gezeigt habe, wie Microsoft momentan damit umgeht, wenn die regulatorischen Bedingungen in den einzelnen Ländern, also quasi Microsoft muss jedem Land entsprechend als Telekom-Provider auftreten und all die regulatorischen Vorgaben erfüllen. Also sprich, dass Behörden können ins Gespräch mitlosen und mitschneiden und all diese Sachen. Und da müssen jetzt für 196 Länder entsprechende Verträge gemacht werden seitens von der Microsoft und das ist einfach nicht so schnell umgesetzt. Das ist einfach der Grund, warum das noch nicht so weit sind. Was der Vorteil ist jetzt bei dieser Geschichte, ich kann jetzt wie beim Exchange, ich kann jetzt sagen, ich tue einzelne User raus, einzelne User nicht. Und ich kann die eigentlich, ich kann sie jetzt nicht wie beim Exchange live migrieren. Also da werde ich eine Downtime haben, aber die Downtime, Michi, wie lange bist du? 5 Minuten? Also eigentlich ist es so, ich gebe den Befehl im Hintergrund, der wird geschoben. Dann muss der User sich einmal abmelden vom Skype-Client und wieder anmelden und dann ist er nachher entsprechend gerade verbunden. Was auf... Das ist alles, wird alles von On-Prem übernommen, beziehungsweise entsprechend von On-Prem noch eingesetzt. Ich habe einfach ein Voice Routing. Was ich zeigen kann, ist. Mal schauen, wo ich es habe. Auf CS User. Also, was ich eigentlich mache, ist den Befehl absetzen. Ich schiebe den User damit in den Pool in die Cloud rauf. Das setze ich auf meiner On-Premise-Anlage ab. Und das Zweite, was ich nachher noch machen muss, ist, ich muss dem noch entsprechend sagen,
dass er für Enterprise Voice enabled ist und Hosted Voicemail hat, also sprich Exchange Online. Der Vorteil, wenn der User auch mit dem Skype for Business, also mit Cloud PBX in der Cloud oben ist, ist der, ich muss das ganze Enterprise Voice-Geschichte bzw. Hosted Voicemail, muss ich keine Konfigurationen mehr vorne. Heute ist es so, wenn ich die Hybrid-Szenarien habe, also ich habe, sprich, ich habe meine On-Premise-Telefonanlage und ich habe mein Exchange Online schon draußen, dann muss ich entsprechend, wenn ich den User aufschalte, auf Exchange Online immer noch Konfigurationssachen vorne. Das wird nachher alles entfallen. Das macht Microsoft alles im Hintergrund für mich. Und was auch noch ein Vorteil ist, jetzt habe ich die schöne Skype-Integration. Also wir sind da selber überrascht gewesen, wenn ich jetzt da einfach mal eingehe, bei der Benutzersuche, habe ich jetzt da mein Skype-Verzeichnis und kann jetzt das weltweite Skype-Verzeichnis durchsuchen. Also personal. Das ist jetzt, kommt automatisch mit, ich muss nichts mehr konfigurieren auf meiner Anlage oder sonst irgendetwas, das ist jetzt so gegeben. Also ich muss auch nicht mehr einen entsprechend zuerst einladen oder hinzufügen als Skype-Benutzer, wenn ich mit einem Skype-Personal benutze. Das heißt, ich kann mit jedermann auf der Welt, egal ob er Skype for Business hat oder Skype, kommunizieren. Das haben wir noch nicht ausprobiert. Wir haben das erst seit anderthalb Tagen jetzt aufgeschaltet bei uns. Darum kann man dazu noch nichts sagen. Ich gehe davon aus, ja, wenn es auf die Richtung funktioniert, dass es auf die andere Richtung auch funktioniert. Was natürlich muss haben, ist, der Tenant muss entsprechend für Federation freigegeben sein, also für die Public Federation, für die Open Federation, damit ein anderer mich auch kontaktieren kann. Jetzt ist es so, das ist wie gesagt das Cloud PBX Feature. Und jetzt gibt es da noch etwas weiteres, was Microsoft damit anbietet, das ist das sogenannte PSTN Conferencing. Also ich kann ja einerseits telefonieren mit einer Festnetznummer und so, und jetzt möchte ich aber auch Konferenzen machen, wo unter Umständen externe sollen daran teilnehmen, die nicht einen Skype for Business Client haben, beziehungsweise die mit so einem Device über eine Telefonnummer teilnehmen wollen. Bislang war das so, dass ich auf meiner On-Premise-Anlage dann mindestens eine Telefonnummer zur Verfügung stellen musste, die entsprechend das ermöglicht. Den Dienst kann ich jetzt auch aus der Cloud beziehen. Das heisst, wenn ich jetzt mal hingehe, auf unsere Skype for Business Umgebung, da habe ich, wenn ich den PSTN Conferencing Service oder die Lizenz entsprechend aktiviert habe, habe ich nachher verschiedene Provider zur Verfügung, die ich anziehen kann. Ich könnte da noch zuerst in der Zwischenzeit die Präsentation weitermachen. Also das heisst, ich habe nachher die Möglichkeiten, dass ich entweder Microsoft kann nehmen als Conferencing Provider, also sprich der, der mir die Telefonnummer zur Verfügung stellt, oder auch entsprechend Drittanbieter, die solche Service zur Verfügung stellen. So, jetzt müsste jemand dann so weit sein. Genau. Das heisst, wenn ich jetzt da mal auf meine Organisation, nein, da, Dailin, dann sehen Sie jetzt da unter der Microsoft Bridge, habe ich jetzt all die Nummern, die zur Verfügung stehen. Ich könnte sagen, was soll die Default-Nummer sein für meine Unternehmung. Das heisst, ich kann aber auch verschiedene Nummern zur Verfügung stellen. Und habe entsprechend nachher hinter meinem Benutzer so eine Festnetznummer hinterlegt. Das heisst, wenn ich jetzt als Benutzer angehe, wo ich schon in der Cloud bin, also Cloud PBX Aquila plus die PSTN Conferencing Lizenz habe, wenn ich jetzt angehe und sage, ich mache ein neues Skype-Meeting, dann tut ja Microsoft automatisch. Ja. Ah ja, müssen noch am richtigen Ort stehen. Genau, so. Dann tut mir Microsoft jetzt da automatisch die Nummer geben von innen. Das heisst, wenn ich jetzt so ein Meeting mache, dann läutet es nicht mehr in SUSE, sondern dann läutet es irgendwo bei der Microsoft und die verbindet das dann weiter in die Cloud auf. Das heisst, die Infrastruktur kann ich mir auch dann sparen. Die kann ich mir schon sparen, die brauche ich schon nicht mehr auf meiner Seite. Da wird entsprechend eine Nummer frei und all die Geschichten. Das ist Lizenzpflicht. Das ist so wie immer bei der Microsoft. Es gibt nichts gratis. Es gibt nichts gratis. Das ist lizenzpflichtig. Das ist jetzt abhängig davon. Da werden verschiedene Add-ons kommen. Also PSTN Conferencing, Cloud PBX. Und es wird aber auch einen neuen Enterprise-Plan geben. Also E4 wird sterben. Dafür wird E5 kommen, wo aber noch zwei, drei andere Sachen beinhaltet.
Und wie es halt ist im Telefoniebereich, es kommt dann nicht ein Flat über von der Microsoft, es gibt dann entsprechend auch noch verbrauchsabhängige Tarife, die ich dann noch zahlen muss. Also so wie heute bei einer Swisscom. Es gibt Flat-Angebot, aber Microsoft ist momentan so, dass ich dann pro Minute entsprechend irgendeinen Rappenbetrag abliefern muss. Das wäre PSTN Conferencing. Das haben wir schon ausprobiert, das funktioniert problemlos. Und von diesen Konferenzen, das ist so, die Infrastruktur, die kann bis zu einem gewissen Grad, kann Microsoft das heben. Und das ist bislang so gewesen, dass das etwa, jetzt musst du schauen, genau, jetzt erst, dass das etwa maximum 250 User gewesen sind. Also ich kann eine Konferenz machen mit maximum 250 User. Wenn ich das zu Microsoft auslagere, dann kann ich jetzt aktuell damit 1000 User schaffen. Und jetzt gibt es ja aber auch Sachen wie so eine Community, wo ich vielleicht einem grösseren Publikum will zur Verfügung stellen, wo will mithören. Und für da wird es neu ein Skype-Meeting-Broadcast geben. Das heisst, ich kann eine Live-Session streamen über einen Azure Media Service. Das läuft dann nachher so, also ich bin ein Producer, ich mache so eine Session auf. Ich habe entsprechend verschiedene Speaker, also entweder mich selber plus noch andere, die entsprechend die Rollen übernehmen. Also so wie ich das im Skype kann, mit verschiedenen Presenter machen. Ich kann dort Video einspeisen und ich kann dort auch entsprechend, so wie jetzt das heute gemacht wird, ähnlich live Content reingeben. Also PowerPoint-Präsentationen, wie ich jetzt hier im Fernsehen quasi komme, entsprechend auch dargestellt. Und das Ganze wird nachher über den Azure Media Service ausgeliefert und gestreamt. Der Vorteil von dieser Lösung ist, wenn ich so ein Meeting schaue, dann kann ich jederzeit als Konsument sagen, stoppen. Ich habe jetzt gar keine Zeit mehr und kann dort wieder fortsetzen. Ich kann zurückspulen, vorspulen, weil das quasi wie ein Video ist. Also es ist nicht live, wo ich einfach mal mithören und irgendwie müsste das Recording im Hintergrund machen, damit ich es nochmal anschauen kann, sondern das wird alles entsprechend gerade so aufbereitet. Das ist wie wenn Sie heute quasi beim Swisscom TV-Sender sagen, ja, schauen wir nochmal die Sendung von gestern oder ich muss morgen einmal 5 Minuten Retro springen. Das habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen, was er dort erzählt hat. Das ist dann entsprechend so möglich. Wie läuft das? Witzig ist noch, Microsoft hat verschiedene URLs für das publiziert. Ich habe Ihnen jetzt Portal broadcastsky.com angegeben. Es gibt noch irgendwo im Dokument eine Chat-Service-Skype-Adresse. Komischerweise zeigen die nicht die gleichen Inhalte an. Ja. Ich zeige es Ihnen jetzt an diesem Beispiel. Sie können jetzt hier hingehen und können sagen, ja, wir haben ja gleich Neujahr. Jetzt müsst ihr noch laden da, Kalender, komm schon. Genau. Wir haben ein kleines Neujahr. Am 3. Januar mache ich als Geschäftsleitung meine Neujahrsansprache. Ich habe 100.000 Mitarbeiter. Und gebe jetzt dem Titel dem Meeting einen Namen. Ich kann sagen, wie lange das Meeting entsprechend soll dauern, oder? 2 Stunden, dann machen wir gerade am Morgen um 8 Uhr, wenn alle im Büro sind. Dann kann ich sagen, wer alles Mitglied ist von dem Event. Das sind dann die, die eben Inhalt liefern können. Und nachher kann ich sagen, ob man daran kann anonym teilnehmen, ob man daran kann teilnehmen, wenn man einfach nur eingeladen ist, oder ob das einfach nur innerhalb von meiner Company soll, verfügbar sein. Plus eben entsprechend, ob ich auch Video-Content aufnehme und so. Und dann würde ich das Meeting entsprechend erstellen. Jetzt hoffen wir, dass es da klappt. Ja, jetzt hat er das falsche Datum übernommen. Haben wir gesagt, am 3. Januar 2016 hätten wir gerne so. So. Jetzt kann ich mir den auch gerade direkt ins Outlook rein joinen, damit das entsprechend drin ist, beziehungsweise ich komme da so einen Link dann über. Und jetzt kann ich das Teil noch ein bisschen customizen. Also das heisst, ich kann jetzt festlegen, ob man, da kann man dann, wenn man so ein Meeting macht, kann man auch entsprechend gerade dazu jammern, also wenn man Fragen hat oder so, wo dann der Referent entsprechend kann beantworten kann. Und für da gibt es momentan einfach die Möglichkeit, entweder das Ganze über Yammer zu lösen oder über Bing Pulse. Für die, die nicht Yammer im Einsatz haben.
Bing Pulse ist eigentlich eine Consumer-Variante, die man dann einsetzen könnte, wenn kein CMO-Netzwerk zur Verfügung steht, wo das entsprechend genutzt werden kann. Weil dort braucht es einfach nur eine Microsoft Live-ID, damit man das entsprechend nutzen kann. Gut, ich kann hier noch zwei, drei Sachen festlegen und nachher. Mal schauen, dass das klappt. Nachher ist das Meeting erstellt. Jetzt gehen wir da nochmal rasch führen auf das, was ich eigentlich da vorbereitet habe. Und wenn dann der Broadcast quasi jetzt stattfindet, dann kann ich jetzt eben sagen, dass ich jetzt da ein Teammember von dem ganzen Event bin. Und kann jetzt mehr oder weniger wie gewohnt mit meinem entsprechenden Client das Meeting oder den Broadcast zur Verfügung stellen für die User. Genau, jetzt wird die App gestartet, oder? Da kennen Sie, das ist wie wenn ich eine Webkonferenz mache. Einfach, dass jetzt das auf 10.000 oder mehr User ausgelegt ist. Das da unten ist momentan noch so, wie gesagt, das ist alles noch Preview. Von der Stabilität her. Ob das Feature am 1. Dezember schon wird verfügbar sein, Skype Meeting Broadcast, das ist noch nicht sicher. Das sehen wir dann. Das kann ich Ihnen nächste Dienstag beantworten. Ja. Dann wären wir jetzt eigentlich am Ende. Gibt es da zu diesen Skype-Sachen noch irgendwelche Fragen? Dann würde ich gerne Danke sagen. Und wie gesagt, wie der Herr Lötscher schon angekündigt hat, es findet nachher noch ein Apro statt, entsprechend im Renkel-Gebäude, wo Sie alle dazu herzlich eingeladen sind. Voll gut, bestens.